Ja, weiter geht's im Teil 7 unseres Workshops. Teil 7 tatsächlich sind wir schon, wie die Zeit vergeht. Und zwar, bevor wir das Cockpit final zusammenbauen können und in die beiden Rumpfhälften einfügen können, müssen wir noch was machen. Und zwar die Kraftstoffleitung, die Benzinleitung, die hier rüber geht, müssen wir noch montieren bzw. vorher ja, anmalen. Und genau das machen wir jetzt. Bei der Kraftstoffleitung handelt es sich mehr oder weniger um dieses ja, Glasigteil. Ne? Da hier. Und ich würde das jetzt an der Stelle zwar folgendermaßen lackieren, weil ja, es natürlich dann irgendwo ein bisschen vielleicht schlecht zum Händeln ist, wenn man es ganz wegmacht. Von dem her würde ich das jetzt einfach mal nur an der einen Stelle da so abmachen, damit es da noch dran bleibt. Das ist auch ein guter Trick für viele andere Teile, so ganz kleine, wenn man dann mal einfach eine der Gussstellen wegmacht und zwar vielleicht die, die man dann nachher noch sieht, damit man das hier schon mal versäubern kann und bemalen kann, und die andere Stelle, das wäre jetzt da zum Beispiel dann unten im Cockpit drin, da sieht man eh nicht so gut hin, das wäre oben, da sieht man von oben dann rein, das sieht man dann da oben, deswegen würde ich das ja da oben abmachen, also habe ich jetzt gemacht, und dann entsprechend ja, dass wir im Fokus sind. Vorsichtigst natürlich versäubern, ein bisschen, viel ist das nicht da, ein bisschen mit dem Skalpell den Rand gerade da wegkratzen und ja, dabei natürlich aufpassen, deswegen habe ich da also die Tüte drüber, dass man die anderen Glasigteile nicht zerstört oder verkratzt oder irgendwas. Sind zwar einige Spare Parts drin, aber trotzdem sollte man vorsichtig sein. Also jetzt hat man das da mal so lose und jetzt können wir das Ganze ungestört und schön gehandelt anmalen. Ja, und zu diesem mir erkorenen Zwecke habe ich jetzt hier mal wieder gelb aufgemacht, in dem Fall Tamiya Flat Yellow XF3, weil es halt einfach ein ganz normales Gelb ist. Man hätte auch das Dings Show hier, also hier RLM04, aber das, sage ich jetzt mal, ist an der Stelle, ist es eigentlich eher ein bisschen anders, helleres Gelb, wobei sie die schon sehr ähnlich sind. Ich finde es einfach immer wieder genial, diese Spieße da hier, weil die da unten die ein bisschen breiter sind und da kommt man eigentlich super da unter den Rand von den Gläsern und kann da immer super umrühren. Jetzt nehme ich das Ganze zu meinem Zwecke wieder einen Tropfen in so ein kleines Gefäß oder zwei Tropfen. Mehr braucht man definitiv nicht. Deswegen kann man das Ganze jetzt ein bisschen schon mal abputzen. Und wie gesagt, die kommen dann immer, die anderen da runter machen, die kommen dann immer in mein, stecke ich da dann schon mal rein. Dann sind die schon mal weg, aus dem Gefahrenbereich raus. Also beziehungsweise liegen dann halt nirgendwo auf, die Dinger, so steckt man die da rein, also ich stecke die da rein. Und ich würde an der Stelle trotzdem, auch wenn das bloß ganz wenig ist, eigentlich immer dazu raten, jetzt das Ganze wieder zu verdünnen, weil es einfach, ja, man unterschätzt das irgendwie, also deswegen versuche ich ja eigentlich so viel wie es geht mit der Airbrush zu machen, auch wenn es noch so klein ist, weil man das einfach total unterschätzt. Die Lackstärke von der Unterschied zwischen Airbrush und Pinsel. Und deswegen sollte man das der Versuchung widerstehen, direkt das aus der Flasche zu nehmen oder aus dem Glas zu nehmen. Wenn das ein Glas ist, das nicht vorverdünnt ist, haben wir ja auch, gibt es ja auch. So.
Dann nehme ich den mir auserkorenen Pinsel dazu. Nehmen wir nochmal den hier. Relativ kleines Geschöpf aus der Pinselwelt. Und ja, mal hier mal schauen, das ist jetzt schon relativ dünn. Aber man muss halt jetzt gucken, da gibt es, das sieht man jetzt hier vielleicht nicht ganz so gut, weil das Teil wirklich winzig ist. Da ist in der Mitte, hier ungefähr in dem Bereich, ist ein Schauglas. Ja, wo der Pilot halt sehen konnte, ob da nur Kraftstoff durchläuft oder nicht. Und links und rechts davon sind so Schellen. Und in der Mitte, das wird nicht lackiert, das wird freigelassen, weil das ja eben ein Schauglas ist. Wenn es lackiert ist, kann man nicht mehr durchschauen, also ist kein Schauglas mehr. Und die beiden Schellen, die würde ich jetzt nicht so, wie es in der Betriebsanleitung bzw. in der Malanleitung schwarz steht, die würde ich silber machen, weil ich das in einem Buch, das ich habe, so gefunden habe, dass die silber sind. Das sind so Schlauchschellen, sind das halt einfach. Ne? Von dem her. Da kann man das ein bisschen besser erkennen. Da sieht man jetzt auch den Mittelteil. Da sieht man jetzt auch auf dem Bild mehr, als ich da mit dem bloßen Auge sehe. Dem her ist das jetzt mir schwierig wieder zum Lackieren, weil die Kamera im Weg ist, aber ich werde es versuchen. So, jetzt haben wir mal die Seite. Eigentlich scheint es ja schon durch. Ne? Das ist ja eigentlich das Durchsichtige und nur von einer Seite lackieren, aber so. Nochmal drüber. Ja. So kann das aussehen. Okay, jetzt machen wir das Gelb. So, für den kleinen Silbertupfen nehme ich ja gern wieder mein Airplane White Aluminium, das hier da, das man leider nicht mehr lesen kann, wegen unerklärlichen Gründen, die ich selber nicht verstehe. Und das ist jetzt so, da habe ich dann nur so eine kleine Kugel reingetan, damit man das besser schnell aufschütteln kann. Und da ist jetzt tatsächlich so, dass man diese Farbe aus der Flasche direkt verwenden kann, weil die ja für die Airbrush schon fertig gemischt ist. Und da wir da tatsächlich ja nur so wirklich einen kleinen irgendwas da brauchen, kann man das ja fast schon da aus dem Deckel nehmen. Das probieren wir jetzt einfach mal, wenn man das aus dem Deckel nimmt. Und dann lackieren wir das da. Und doch was aus der Flasche genommen direkt. Diese. Diese Schlauchschellen da, die zwei. Der Nachteil am Eyeclad mit dem Pinsel ist eigentlich der, dass es immer ziemlich schnell eintrocknet. Aber soweit ich das jetzt hier mit bloßem Auge aus der Entfernung beurteilen kann, ist eigentlich mein Ziel schon erreicht. Also dann vielleicht einmal doch wieder den grünen Untergrund drunter, dann sieht man das besser. Sieht man es hier vielleicht jetzt mal irgendwie. Ja, so soll das auf jeden Fall aussehen. Und so sieht es aus. Passt. So können wir das Teil jetzt noch ins Cockpit fertig einbauen. Und wenn jetzt die ganze Gaude hier ein bisschen getrocknet ist, dann kann man das dann auch anfassen und dann da entsprechend an der Stelle auch noch wegzwicken.
vielleicht jetzt dann ein bisschen die eine Stelle dann noch ein bisschen weg. Mit einem ganz scharfen Skalpell geht das natürlich dann wunderbar, dass man da ganz kurz ein bisschen was wegschabt. So, dann schauen wir uns das mal an, wo kommt denn die Gaudi eigentlich hin? Und jetzt haben wir hier, in dem Bereich, da sieht man das, ein kleines Löchlein. Und in dieses kleine Löchlein sollte jetzt, nehmen wir uns mal eine Pinzette, sollte jetzt diese Leitung hier reinpassen, rein theoretisch. Ja, man muss jetzt schauen, dass das dann irgendwie da ein bisschen vielleicht nur im rechten Winkel ist oder so, weil das Teil, glaube ich, schon rechtwinklig hier verlaufen ist, so in der Linie. Okay, im absoluten Schmalerzeit. Das Ding muss nicht rechtwinklig laufen. Man könnte ja nochmal in die Bedienungsanleitung reinschauen und wird dann sehen, dass da oben ein Loch ist, wo das dann da eingeführt werden müsste. Was auch nicht geht, weil es zu kurz ist. Sag einmal, Eduard, wollt ihr mich verarschen oder was? Was ist denn da los mit dem Eduard? Das sind wir jetzt nicht gewöhnt. Also das finde ich seltsam. Wenn man sieht da oben, also wenn wir jetzt da die, nehmen wir mal die Bauanleitung her. Wo ist es denn? Da ist es. Wenn man sich das jetzt anschaut, ist ja quasi dieses Löchlein da oben. Wird ja quasi das da oben sein. Ja, aber da oben geht das ganz sicher nicht hin. Das Interessante ist ja das, wenn ich mir das anschaue, dann sieht es ja da eigentlich tatsächlich aus, als wäre das rechtwinklig da. Und vor allen Dingen sieht es auch aus, als ob dieser Bereich eigentlich viel länger sein müsste. Ist er aber nicht. Also entweder handelt es jetzt um ein schadhaftes Teil bei mir oder what the fuck, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, würde ich das jetzt halt einmal dann entsprechend so lassen. Nein, ist ja klar, war natürlich ein Denkfehler von mir, wenn ich das natürlich da weiter raus tue, dann passt natürlich die Seite Seitenteil nicht mehr hin. Da muss man dann aufpassen. Also das heißt, es muss da auf einen dieser zwei Punkte. Und ich würde jetzt da halt den nehmen, der dann da quasi den niedrigeren. Man könnte jetzt theoretisch, wenn man natürlich jetzt vorher Trockenpassung gemacht hätte, ohne dass das Ding angemalt ist, hätten wir das vielleicht irgendwie ein bisschen warm machen können und jetzt dann ein bisschen biegen können, dass das besser hinpasst. Aber ja, kann ich nächstes Mal machen, wird ja nicht die letzte sein, die ich baue. Von dem her würde ich das jetzt einfach mal so lassen. Ja, von dem her, der Teil jetzt auch erst einmal, lassen wir den mal kurz ein bisschen trocknen. Aber in der Zwitscherzeit kann man sich mal um die Rumpfhälften kümmern, beziehungsweise was halt in die Rumpfhälften noch so reinkommt, bevor die zusammengefügt werden. Das eine wäre jetzt einmal zum Beispiel das Instrumentenbrett, das wir ja schon mit Ätzteilen beklebt haben. Das würde an diese Stelle da kommen. Die haben ja jetzt hier dann extra schon zwei solche Einkerbungen angebracht, damit man dieses Teil da befestigen kann. Deswegen gibt es da eigentlich normalerweise auch zwei solche Gegenstücke, aber eins ist mir leider abgebrochen, was aber ja nicht schlimm ist, weil das zweite ist mehr oder weniger auch ausreichend, damit man das da reinkleben kann.
Und einen Tropfen drauf. Dann nehme ich das Teil. Und drückst da rein. Natürlich muss man darauf achten, jetzt hier an der Stelle sieht man das, dass das so sitzt, dass dann natürlich nachher die Rumpfhälften nur zusammenpassen. Von dem her muss man jetzt schauen, wo normalerweise der zweite Bolzen noch gewesen wäre, der das Ganze natürlich hätte ein bisschen mehr stabilisiert und vor allen Dingen an die exakte Stelle gebracht, aber ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Ohne diesen zweiten Bolzen. Mit dem hier mal blasen, weil es so viel bringt. Und so muss das Teil da im Endeffekt rein. Dann kann man dieses Teil auch wieder trocknen lassen. Ja, dann schauen wir mal, was wir da sonst noch für Teile brauchen. Jetzt, wenn ich hier schaue, sehe ich da dieses IL6. Das mutet mir mal nach MG-Läufen an. Einer kürzer, einer länger. Boah, komisch, aber ist wahrscheinlich so. Dann haben wir da hier noch dieses Haarteil. Ein Haarteil. Und ja, die Auspüffe oder Blende. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Hier mit dem. Mit den I-Teilen. Das I finden wir ja wieder hier vorne an unserem Gussast da oben. Da steht das I. Und deswegen findet man auf diesem Gussast dann auch die Teile mit der Bezeichnung I. Ja, da muss ich jetzt nicht lang suchen. Also das kann im Endeffekt nur dieses Teil hier sein. Das ich mir jetzt mal so im Vorfeld schon mal anschaue und feststellen muss, okay, das ist eigentlich, da sind wir eigentlich schon wieder in dem Bereich, wo ich sage, das muss lackiert werden. Also die sagen jetzt hier Dark Iron. Da muss man sich noch überlegen, was man da nimmt. Dark Iron. Wahrscheinlich irgendein Metallton werde ich nehmen, dieses Dark Iron habe ich nicht. Ich werde irgendeinen Alclad-Ton nehmen. Genauso wie da unten die Auspüffer. Da sagen sie ja Dark Iron. Aber die will ich definitiv nicht in diesem Farbton lackieren, weil ich die ja eher gern hätte, so ja, so mehr so Burnt Iron, irgendwas Verbranntes, halt so auspuffmäßig, so bräunlich, sowas hätte ich da gern. Und genau, also das Teil kann man auf jeden Fall schon mal am Gussast lassen und da lackieren, da tun wir uns leichter, weil die Teile, also die Angussstellen, die sind innen, also im nicht sichtbaren Bereich, also kann man das auf jeden Fall so machen. Gut, was haben wir da jetzt sonst noch? Vom I. Ja, wie gesagt, die I16, also da lassen sie einem jetzt auch schon mal die Wahl, ob man jetzt hier die I16 oder die I12 nehmen möchte. Das wäre jetzt zum Beispiel, ja, ich sehe schon, das ist der Unterschied, ist hier diese, ja, also quasi so sehen die Endtöpfe aus, ohne Abdeckung, und das quaktisch praktisch mit Abdecken, Deckung. Und ja, da kann man sich jetzt dann entscheiden, was man lieber haben möchte, was einem da besser gefällt. Puh, oh, schwierig. Ne? Also ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich eher für die offene Variante, weil die schauen gar nicht so schlecht aus, also mir gefallen die schon recht gut, diese Auspufftöpfe. Sie sind zwar nicht komplett richtig hohl gebohrt, aber doch
einigermaßen, sodass dieser dreidimensionale Effekt entsteht, dass man da, ja, dass es drin halt einfach dunkel ist. Und wenn man da noch ein bisschen schwarze Brühe reinlaufen lässt, dann ist das sowieso super. Okay, aber was können wir jetzt da dann wegmachen von den ganzen Teilen, die wir, die nicht zu lackieren sind? Das hier zum Beispiel vorne, diese Blende, weil da kommt ja vorne der Propeller drauf. Also die muss jetzt zum Beispiel nicht unbedingt lackiert werden. Hier hinten haben wir noch das Spornrad. Das wird in RLM 02 lackiert. RLM 02 ist so ein, das ist diese Farbe hier. Ja, mehr oder weniger so die Grundierung von den ganzen Kisten. Da schauen wir jetzt mal, wie das ausschaut. Wahrscheinlich werden wir nämlich das nachher nicht mehr lackieren können, wenn das mal eingebaut ist. Deswegen müssen wir das eigentlich auch vorher noch lackieren. Das heißt, wir müssen aber jetzt alle Teile, die man da einbauen muss und lackieren muss, müssen wir auch nochmal wegmachen. Also hier das H54 muss man sich ja nochmal anschauen. H54, den H-Teil. Wie ist es denn? Wo sind sie denn? Die da sind es. Ja gut, das sind jetzt die Teile, die kommen. Ja, das sind die da wo praktisch die MGs dann laufen. Also da ist das Teil praktisch umgedreht und da ist es dann, da ist es oben, da ist es unten und da ist es oben. Irgendwie ein bisschen verwirrend, aber naja, kann man sich schon irgendwie ausdenken. So soll es dann im Endeffekt unten ausschauen. Also das heißt, im Moment ist da noch, wo dieses Teil sein soll, klafft ein Loch. Ja, da müssen die rein, also machen wir die auch weg. Die werden ja sowieso dann nachher mitlackiert, wenn das Flugzeug lackiert wird. Also kann man die auch tröstenstens wegmachen. Jetzt haben wir 54, machen wir mal, legen wir mal rechts hin und 53 legen wir mal links hin, weil vielleicht sind sie ja unterschiedlich. Das passiert mir dann immer ganz gern, dass ich dann einmal so Teile einfach mal wegmache und dann denke mir, haha, und welches war jetzt welches, weil die dann vielleicht unterschiedlich sind. Da kenne ich jetzt einmal einen leichten Sägeprofil, das werden wir ein bisschen wegschleifen müssen. Da. Natürlich sind die Schleifsachen. Ja, dann würde ich hier mal wieder meine Teile versäubern mit meinem selbstgebauten Schleifstick und der Pumpflasche. Ein bisschen nass machen. Und schon kann man hier wieder wunderschön schleifen. Ich glaube, das war jetzt der Tausender. Das ist jetzt ausgerechnet der, wo ich nichts drauf geschrieben habe. Aber das müsste der Tausender gewesen sein. Mit dem Tausender Schmirgelpapier. Weil das wirklich für dieses weiche Plastik super ausreichend ist. Also da muss ich nicht mit dem gröberen anfangen. Und der Tausender ist eigentlich schon was ziemlich Feines, würde ich mal sagen. Bei so Rundungen immer versuchen, um die Rundung rumzuschleifen, also nicht hauptsächlich so, weil sonst kriege ich mal da eine flache Stelle her, sondern sowas immer versuchen mit der Rundung zu schleifen. Wie gesagt, immer dann wieder der Fingernageltest, ob das passt, und das Teil ist eigentlich relativ sauber. So, wenn man jetzt diese Teile da schön versäubert hat und schön alle Geräte entfernt hat und ein bisschen geschliffen hat und ein bisschen probiert hat, dann kann man diese Teile hier jetzt dann auch reinkleben.
am besten schauen, wie gesagt, eins passt auf einer Seite besser als auf der anderen Seite. Ich mache das dann so, ich halte es dann und dann muss ich natürlich hier wieder mein Kleber aufmachen. Man übt sich schon darin, dass man das mit einer Hand macht, weil man vergisst es ja immer vorher, den aufzumachen. Dann wieder den Pinsel ein wenig aufweichen. So. Hier ist wieder reinlaufen, jetzt hält es ja schon. Das ist ja das Schöne an diesem Kleber, dass das innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eigentlich schon hält immer. Man muss halt dann bloß aufpassen mit dem Kleber oder auch überhaupt mit den flüssigen Klebern. Wenn man natürlich jetzt hier dann mit dem Finger, weil das Ganze löst sich natürlich auf, das ist das Prinzip von diesem Kleber, dass sich das da ein bisschen auflöst. Und wenn man da jetzt mit dem Finger dran geht, dann würde man da jetzt irgendwelche Abdrücke hinterlassen. Ich habe mir das angeschaut, also ein bisschen steht das Ding schon raus. Aber trotzdem sollte man es ein bisschen reindrücken, damit das da bündig dran ist. Und hier unser Kleber, der flüssige, der verschweißt es ja auch praktisch da ein bisschen. Ja, wenn man da jetzt hinten, wenn man da ein bisschen was noch drauf tut, dann sieht man da diese, wenn da noch ganz feine Spalten sind, dann macht der das eigentlich schon zu. Also da muss man dann nachher definitiv nichts mehr spachteln oder irgendwas, was sowieso bei dieser Größe da irgendwo gar nicht möglich wäre. Da irgendwas so fein da noch zu spachteln. Was man noch machen kann, wenn man sieht, manchmal wenn man das so reindrückt, dann drückt es da ein bisschen dann so eine kleine Wulst raus. Die kann man dann nachher mit dem Skalpell ein bisschen wegmachen. Das ist eigentlich dann alles. Ja, machen wir mal den Kleber zu, weil sonst wird der immer weniger. Ja, als nächstes natürlich nur noch die andere Seite reinkleben. Das funktioniert genauso wie bei der Seite. Und als nächstes würden wir mal verschiedene Teile anmalen, wie jetzt hier die Auspuffendrohre, damit wir die dann da einbauen können. Ja, für die Lackierung bzw. das Bemalen dieser kleinen Auspufftöpfe, da habe ich mir jetzt mal, die habe ich jetzt einfach mal da drauf geklebt auf mein Brettel, wo ich eh noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband übrig hatte, das noch abgedeckt war, dann kann ich die irgendwie besser handeln. Und zum Anmalen habe ich mir gedacht, versuche ich mal die, weil wie gesagt, ich weiß jetzt immer, was war in der Bauanleitung angegeben. Dark Iron, ja. Nein, wie gesagt, das ist irgendwo verbranntes Metall. Ich nehme jetzt da einfach mal, ich versuche es mal mit Burnt Iron von Elklet. Und ja, schauen wir mal, ob das hier auch schon einfach mal so ohne Grundierung, ohne schwarze Grundierung oder irgendwas funktioniert. Ich meine, das sind ziemlich kleine Teile. Mal dann jetzt nicht übertreiben. Von dem her habe ich mir da mal so eine Stanzensagel hier abgefüllt, also zu Deutsch. Das ist ein bayerischer Ausdruck für ganz wenig und bedeutet übersetzt so viel wie das Genital einer männlichen Stechmücke. Also Stanzensagel. Das habe ich hier jetzt da quasi in meinem Ding und das versuche ich jetzt einfach mal mit dem Pinsel da aufzutragen. Das tragen wir jetzt mal hier auf. Man erkennt eigentlich relativ schnell, dass das eher wie Kupfer ausschaut. Das heißt, das gefällt mir so nicht und deswegen werde ich diese Farbe so in der Art da nicht verwenden.
Mal schauen, was wir dann nehmen. Ja, Versuch macht klug. Versuchen wir es mal mit Pale Burnt Metal. Schauen wir mal, wie die ganze Nummer ausschaut. Gehen wir da einfach mal drauf. Ja, und es kommt dem Ton, den ich mir vorgestellt habe, schon ein bisschen näher. Und das wird wahrscheinlich so drauf hinauslaufen, dass ich das jetzt so mache und dann da später ein schönes dunkles Wash noch drüber mache, beziehungsweise da ein bisschen mit Öl, mit braunem Öl vielleicht noch ein bisschen arbeite da, um ein bisschen Rost irgendwie ein bisschen anzudeuten. Aber vorerst, glaube ich, bin ich erst einmal so damit zufrieden. Dann kann man das dann eigentlich so auch entsprechend anmalen, ne? Mit Pinsel. Und dann, nachdem ich jetzt die Auspuffe selber quasi mit dem Pale Burnt Metal bemalt habe, sollte man eigentlich noch, weil ich habe das vorher mal dran gehalten und man sieht die Bereiche außenrum, die sieht man nachher noch ein bisschen. Deswegen sollte man die eigentlich jetzt hier da ein bisschen mit dem Schwarz, ich habe ja da schon mal vorverdünntes Schwarz, dass man dann quasi einfach nur da unten den Bereich schwarz matt macht. Das, weil im Endeffekt soll da ja, das soll ja am Motor dran sein. Und das soll ja einfach bloß das gibt ja einfach bloß einen Schatten dann, wenn das mal eingebaut ist. Ist einfach nur dunkel, weil Motor ist ja keiner da und deswegen muss man da halt irgendwo dann die Tiefe simulieren. Und das mache ich dann eben, indem dass ich jetzt da außenrum schwarze Farbe ja mehr oder weniger laufen lasse. Schön verdünnter schwarzer Farbe geht das natürlich auch gut. Damit das dann nachher, wenn das eingebaut ist, dann damit man dann nicht nur das Plastik sieht, weil man wird dann das Plastik sehen und das sieht natürlich dann nicht gut aus, wenn man das Plastik sieht. Und deswegen sollte man das halt einfach in schwarz außenrum mal laufen lassen. Ja, während die Auspuffrohre trocknen, kann man dabei mal dieses Federbein, also dieses Fahrwerk hinten, dieses Spornrad noch lackieren. Für diesen Zweck haben wir hier wieder besagtes Stanzensagel an RLM02 rausgetan, das ein bisschen, noch ein bisschen verdünnt und damit kann man das jetzt mal anmalen. Damit man das dann nachher entsprechend einbauen kann. Ja, und bevor wir die beiden Rumpfhelfen zusammenklebt, müssen wir dann auch noch verschiedene andere Sachen reinmachen, wie eben da. Haben wir vorher schon festgestellt, dieses Teil, wo dann nachher der Propellernabe drauf gesteckt wird. Und da muss man aufpassen, dass auf einer Seite ist da so eine leichte Erhöhung und die muss dann nach außen, also so lese ich das auch auf der Bauanleitung. Und die kommt dann hier da vorne drauf. Ja. Kann man dann so halten und dann kann man da hier wieder schön reinlaufen lassen. Ja, schon hebt das. Ne? Das ist der Kleber, der ist wirklich. Ich finde den super. Also der hebt jetzt schon wieder. Ne? Ist gesehen, in wie vielen wenigen Sekunden das eigentlich vonstatten geht. Und auch auf der Seite kann man von dem her dann jetzt auch gleich mal ja, hinten das Spornrad. Kann man auch gleich da reinmachen.
Da muss im Endeffekt das Schräge muss nach hinten schauen. Also an der Stelle würde ich das jetzt einmal da mal schon mal so ein bisschen so anhalten. Dann halt da ein bisschen einen Kleber nehmen da drauf. Und dann kann man das da irgendwie so drauf drücken. Da muss man natürlich schauen, jetzt, dass das gerade ist, weil, also nicht, dass das unbedingt gerade sein muss, wenn man das Spornrad, das glaube ich, hat sie tatsächlich auch gedreht. Also muss sie ja irgendwie wahrscheinlich auch drehen, damit die da in während dem Fahren lenken konnten. Aber das muss in dem Fall, muss es gerade sein, also da hier, weil man auf der anderen Seite dann wieder da auch zwei Löcher hat, wo das dann nachher rein muss. Von dem her sollte man es vielleicht, solange das noch einigermaßen flüssig ist, kann man das ja schon mal da so hinhalten und dann schon mal schauen, ist es da so drin, wie es drin sein muss. Und das ist es in dem Fall, voilà, so gewesen. So schnell geht es dann immer, wenn man da rumzittert wie ein Wahnsinniger, wenn man zu viel Kaffee getrunken hat zum Beispiel, so wie ich heute, dann mal schauen. So ist es nämlich jetzt zum Beispiel daneben gewesen. Ja. Ja, halt mal super hier. Wenn ich das alles vor der Kamera machen muss. Ja, nachdem jetzt leider mein Akku unvorhergesehenerweise leer geworden ist, habt ihr jetzt da nicht gesehen, wie ich das da hingeklebt habe. Aber ja, es ist im Endeffekt, ist ja nicht viel dabei, weil man hat da ja super so Stellen, wo man das einfach anlegen kann. Und von dem her kann man da eigentlich auch nichts verkehrt machen mit der Cockpitwanne da reinkleben. Und das passt auch super. Also muss ich wirklich sagen, ist Eduard macht es halt größtenteils schon sehr einfach. Jetzt müssen wir noch die Auspuff-Dinger hinkleben. Also man sieht ja jetzt schon, ich war mit dem Ergebnis da nicht zufrieden. Ich habe jetzt da einfach nochmal, bin da nochmal mit Stil drüber, mit Erklet Stil, und dann schimmert das andere noch ein bisschen durch. Und ja, wenn es eingebaut ist, wenn das Flugzeug fertig lackiert ist, werde ich dann zum Schluss das mit brauner Ölfarbe waschen, damit das ein bisschen rostig ausschaut, und dann müsste es schon passen. Von dem her, diese Auspuffer noch einbauen, und die werden mehr oder weniger, ja, schon, dass man das sieht, da in diese vorgefertigten Öffnungen eingelegt, dann natürlich jetzt vorher bei der Passung besser funktioniert. So schaut es dann nachher aus. Kommen ja dann später dann noch da oben drüber so Abdeckungen leisten, und zwar in Form von Ätzteilen. So, die werden jetzt dann einfach da eingeklebt. Man sieht ja hier wieder sofort, das ist natürlich, da muss man aufpassen
mit dem Makro-Kleber, also beziehungsweise mit dem MEK-Kleber, dass der löst sofort überall alle Farbe an. Also da irgendwas, wo lackiert ist, muss man wirklich extrem aufpassen, dass man das, dass man da nicht dahin kommt, wo die Farbe ist und das entsprechend entweder vorm Zusammenbau, vorm Lackieren zusammenbaut, also verklebt, oder dann wirklich versuchen, nur die Stellen zu berühren, die man dann entweder nachher nicht sieht oder je nachdem. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, was den Kleber betrifft. Da muss man den noch ein bisschen reindrücken. Ja, und dann sind die eigentlich schon drin. Und jetzt, wenn ich mir die ganze Gaudi in der Bauanleitung nochmal so anschaue, was da alles rein muss, dann nur mal kurz Revue passieren lassen, hier wo die MG-Läufe rauskommen, das haben wir reingemacht, dann haben wir jetzt den Auspuff reingemacht, da die ganzen Teile sind eingebaut, hinten haben wir das Spornrad eingebaut, das wir vorher da ein bisschen lackiert, bemalt haben, dann haben wir diese Propellernarbe, beziehungsweise nicht die Narbe, sondern halt, ja, wo der dann nachher reingesteckt wird, das muss man einbauen. Ja, auf der anderen Seite haben wir die Cockpitwanne reingemacht, haben wir die Auspuff reingemacht. Ja, und wenn ich mir das jetzt anschaue, ist eigentlich jetzt sonst... Halt! Hier die MGs, genau, jetzt hat. Ich habe es doch gewusst, sehen, gut, also wie gut, dass wir verglichen haben. Das hätten wir jetzt fast wieder vergessen. Die MGs müssen auch noch rein. Genau, dann müssen wir mal schauen, direkt da auch so jetzt lackieren. Ich habe mich da, an der Stelle würde ich mich wieder entscheiden für Acrylic Steel. Ist eine Farbe, die deckt gut, die muss man nicht unbedingt vorher mit Schwarz grundieren. Also es gibt ein paar Acrylic Farben, speziell Chrom oder sowas, oder es ist halt so die relativ hellen Farben, die muss man vorher grundieren mit Schwarz, Glanz, damit die richtig wirken. Ich habe jetzt hier zum Beispiel... Ich zeige, da gibt es diese Kügelchen da zu kaufen, diese Metallkügelchen, die tue ich da rein und dann kann man das schöner schütteln. Ne? Ja. Ist ja im Endeffekt, ist das ja auch wieder so gut wie nichts zu bemalen, dass man das dann, da nehme ich mir direkt das gleich aus dem Glas. Aus dem Glas heraus und würde mir das dann an der Stelle hernehmen zum Lackieren, zum Bemalen. Interessant ist auch, ist eigentlich der Hammer. Das kann man jetzt hier auf dem Video sowieso nicht erkennen, aber diese MG-Läufe, die sind tatsächlich vorne, die haben tatsächlich vorne hohl, also die haben, also das ist doch hohl, sind sie nicht, aber es ist angedeutet und das ist tatsächlich, also nicht selbstverständlich, also das wird ja mit Sicherheit bei Revell, wenn ihr da ein vergleichbares Modell von Revell nehmt, nicht finden, zum Beispiel. Hoppala, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, da muss man ein bisschen die Farbe dann wieder wegnehmen, bis dann zu viel ist. Weil die schon sehr dünn ist, diese Acrylic-Farbe, man diese eigentlich, die ist ja fertig verdünnt zum Lackieren in der Airbrush und deswegen sind die sehr dünn und deswegen kann man die eigentlich an der Stelle super verwenden für genau diesen Zweck. Ja, lassen wir dann an der Stelle auch mal wieder ein bisschen trocknen. Ja, dann habe ich gesagt, dann machen wir mir dieses Teil da noch rein. Ich habe das jetzt einmal ja schon vorbereitet, habe das runtergemacht und das würde jetzt da so reinkommen. Man sieht da schon, da ist wieder so eine Kerbe drin, wo man ganz genau sieht, wo das Teil reinkommt. Eigentlich ideal. Das heißt, in die Kerbe, da kann ich jetzt ein bisschen einen Kleber reinmachen. Man muss halt aufpassen, eine Seite ist kürzer und eine Seite ist länger. Oh, das war natürlich ein bisschen zu viel. Aber an der Stelle ist es nicht kriegsentscheidend. Da muss man das jetzt schauen, dass das jetzt da in der Kerbe richtig drin sitzt, damit das nachher rausschauen kann, das Teil.
damit das da einigermaßen parallel rausschaut. Also das muss man sich halt ein bisschen anschauen. So auch von der Richtung, dass man dann sagt, okay, das ist irgendwo logisch, das MG wäre jetzt da drin gesessen und schießt, muss natürlich dann in Achse des Flugzeuges in die Richtung dann rausschießen, also muss das quasi dann vom Winkel her also entsprechend sein. Von dem her muss man sich das dann halt mal ein bisschen anschauen. Das ist ja eigentlich logischer Menschenverstand. Vorne auch reinschauen, dann sieht man das. Dann sieht man das alles ganz gut. Ja, und jetzt kommt eigentlich dann auch schon der richtig spannende Moment, wo man dann sagt, okay, jetzt fügt man das dann einmal so zusammen, wie sich das zusammengehört, und schaut, wie passt das. Und das ist für mich immer so ein besonderer Moment beim Flugzeugmodell, wo dieser Rumpf zusammenkommt. Und wenn ich das so zusammenhalte, das habe ich ja vorher auch schon ein paar Mal probiert, dann muss ich sagen, das sieht wirklich spitzenmäßig aus von der Passung her. Also da vorne sieht man jetzt einen größeren Spalt, aber da kommt noch ein Teil drüber. Also da darf man sich jetzt nicht täuschen lassen und sagen, boah, was ist das für ein Spalt? Nee, da kommt noch was drüber. Und aber hier hinten, das sieht halt super aus. Ne? Einfach. Also unten, das ist wirklich toll. Und jetzt sieht man auch, okay, wenn man jetzt hier da so Ludrian ist wie ich, dann hätte man auch die Möglichkeit gehabt, die MGs nachträglich noch einzukleben. Aber in dem Fall habe ich jetzt einmal so dran gedacht, wie sich das gehört. Und deswegen, ja, muss ich sagen, kann man das tatsächlich jetzt so mal zusammenkleben. Wir haben an alles gedacht, also kleben wir das einmal zusammen. Das Schöne eben an unserem Kleber ist das, man muss da nichts jetzt irgendwie verkleben und ewig halten oder sonst irgendwas, sondern man hält das jetzt einfach da zusammen. Und dann lasse ich jetzt da meinen Kleber reinlaufen durch den Kapillareffekt. Zieht es den dann auch schon so rein, wie der sein muss. Da muss man sich natürlich jetzt das anschauen, dass das auch gerade ist. Ja, und im Endeffekt hält das jetzt schon. Also ich bin da immer wieder begeistert, einfach, weil was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man so ein Kleber wird. Keine Ahnung, da was habe ich jetzt da? Ja. Und das ist ja jetzt auch schon ein ziemlich schneller eigentlich, der Faller Super-Expert, der ist ja eigentlich auch schon ziemlich schnell. Aber der ist ja eine Schnecke gegen den. Und wenn man jetzt so einen normalen Revell-Kleber nimmt oder sowas, da hält man das ja mal Stunden fest und dann kann man es immer noch verschieben. Und deswegen, sowas mag ich nicht. Also mir interessiert es. Ich möchte gerne schnell fertig werden, möchte schnell ein gutes Ergebnis haben. Und deswegen finde ich das toll, wenn ich das hier so schnell einfach alles machen kann. Ja, wenn man sieht, das hält jetzt schon. Kann mir jetzt dann schon an die Unterseite begeben. Jetzt da genauso. Und das tun wir da rüber noch komplett. Halt es zusammen. Wie gesagt, immer ein bisschen schauen, dass das auch von der Höhe überall gleich ist. Weil wir wollen ja an der Stelle eigentlich, wir wollen ja gar nichts schleifen. Weil A passt es ziemlich gut und B sind da so feine Nieten, die werden dann weg. Natürlich muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle was nachgravieren, weil einfach die dann da unterbrochen sind, diese Linien, diese Panel Lines. Man muss aber auch schauen, wie die Panels waren, ob sich das nicht so gehört, wie da oben zum Beispiel. Ich habe es euch schon mal gesagt, hier oben den Spalt auf gar keinen Fall zuspachteln, weil ich habe euch auch auf dem Originalfoto gezeigt, das war einfach so. Also das ist einfach, der Rumpf ist einfach so aufgebaut an dem Flugzeug. Ja, und die gleiche Gaudi ist es jetzt eigentlich hier vorne mit diesem Bereich. In der Oberseite
Geh wieder meinen Kleber reinlaufen lassen. Das schön zusammendrücken. Dann macht den Rest, macht die Kapillarwirkung, also der Kapillareffekt. Und dann hebt es eigentlich relativ schnell. So zusammen, also ich hebe es natürlich schon immer noch ein bisschen zusammen. Und wenn wir da irgendwas schleifen in diesem Bereich, dann wird das wahrscheinlich nur mit 2000er mindestens Schmirgelpapier sein. Wenn wir sonst die ganz, ganz feinen Details, die dieser Bausatz hier oben bietet, natürlich sonst wieder zerstören. Aber wie gesagt, das ist ja gar nicht nötig, dass man hier viel schleift, dass einfach alles richtig gut zusammenpasst. Jetzt kann man sich noch überlegen, ob man, beziehungsweise machen wir auch, dass man da hier hinten da noch was reinlaufen lässt und dann die Seitenwand dahin drückt, weil da sieht man schon, da oben drückt jetzt ein bisschen den Kleber raus. Da hat sich nämlich auch ein kleiner Spalt ergeben und den haben wir so jetzt praktisch auch eliminiert. Und der Kleber da an der Stelle fest ist, wird man da auch nichts mehr sehen, denke ich mal, von dem. So, er hält schon wieder. Und dann ist eigentlich noch nur noch die Unterseite. Und wir unseren Kleber reinlaufen lassen. Am besten dann danach immer zumachen, weil der schon sehr flüchtig ist und auch nicht besonders gesundheitsfördernd, sagen wir so. Also noch besser wäre es eigentlich, das Ganze entweder ja, draußen oder hier der Dings direkt mit der Absaugung zu machen. Aber ja, wir wollen jetzt hier da einmal was verstehen, wenn ich da was erzähle. Und dem hier machen wir das jetzt mal so. Und das ist jetzt auch vom Einsatz her überschaubar. Also wenn ich da irgendwie ein großes 32er Flugzeug zusammenklebe, da brauche ich mal so 5 Minuten zum Kleben und dann mache ich das vielleicht auch eher in der Absaugung. Ja, und dann dem hier hält das jetzt da auch schon wieder. Also ja, jetzt haben wir mal so den Rumpf, haben wir jetzt mal so fertig verklebt. Sieht ganz gut aus. Und ja, dann müssen wir jetzt schauen. Jetzt haben wir quasi diese Seite fertig, bis auf eben da das Spornrad, der Reifen, der kommt ja dann später erst dazu. Ja, ansonsten muss man jetzt dann schauen, wenn wir dann nachher schon schleifen, hier an der Stelle muss man sich das anschauen, dass da sind zwei, ja, so Knubbel drauf, die sind nur bei der Wüstentarnversion, also ACDE, das ist praktisch die B-Version, ist quasi, wie soll ich sagen, das ist die B-Version, das ist die Wüstentarnung und da sind eben diese Knubbel drauf und dann bei den anderen Versionen nicht, deswegen müssen wir die jetzt dann entsprechend entfernen. Ja, was kommt jetzt dann noch als nächstes? Ja, wir machen dann das Teil, das wir schon vorher lackiert haben, das kommt dann da oben drauf. Dann muss man hier diesen Ansaugstutzen muss man dann zusammenbauen. Ja, der kommt hin und dann die Abdeckungen überhalb von den Auspuff auslassen und da dieses Teil, das dann da oben
den Spalt füllen wird. Ja, dann machen wir nächstes Mal.